Herzlich willkommen zu Ziff stürzt ständig ab. Spaß beiseite, ist jetzt einmal passiert, war in dem ärgerlichen Moment. Einmal nach einer Folge nicht gespeichert. Und genau in dem Rundenwechsel stürzt ab. Ich muss alles nochmal nachstellen. Drück gleich mal auf Weiter. Ah, da kommt sogar noch was rein. Das hat man beim letzten Mal schon gemacht. Oh, und ja, oh, jetzt sind die Effekte wieder geladen. Wir sehen die Dürren. Check. Nehme ich. Nicht, dass die Dürre so schön ist, aber sie sind wieder da. Und die Hochwassermauern sind jetzt auch da. Es läuft. Alle hassen uns. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich habe die Überleitung ein wenig versaut. Aber ich glaube, das war auch schon jedem klar. Das war's. Wir werden nie wieder von irgendwem gemocht werden. Wir ziehen jetzt durch. Und ziehen alles durch, was irgendwie... zu unserer Aufgabe gehört, den Herrschaftssieg zu erlangen. Das heißt, jeder wird hier nach und nach rauskommen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier den Grünen raus, verbessern unsere Einheiten. Hoffentlich kriegen wir hier noch die Hochwassermauern schnell fertig. Da habe ich nämlich eine besondere Idee. Oder eine besondere, so besonders ist die Idee nicht, aber da würde ich gerne noch ein paar Felder sichern, die nicht untergehen. Und dann nehmen wir uns Babylon vor. Und da haben wir auch schon lange genug drauf hingearbeitet. Greift sie einfach direkt an. Mehr Produktion und mehr Erfahrung für alle Einheiten. Das klingt super gut. Möchte ich dafür hier was rausnehmen? Eigentlich nicht. Sollen andere sagen, was sie wollen? Die Blüte des Atomzeitalters begann mit der Entdeckung des schnellen Einsatzes durch das Sudoland. Da hat jemand in Deutsch nicht aufgepasst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach schwierig ist mit der Übersetzung und allen drum. Witzig ist es trotzdem. Gleich nochmal draufhauen. Warte mal, ich würde auch gerne die Beförderung mitnehmen. Schaffst du es nicht einmal ansatzweise bis darüber? Na gut, dann kann ich mir hier auch die Beförderung abholen. Nächste Runde kann man hier auch noch ruhig mal mit der Artillerie drauf schießen. Und den können wir dann eigentlich gleich weiterschicken. Ich würde sagen, hierhin. Da haben wir hier zwei Punkte. Einmal hier ein Landstück, hier einmal hier ein Landstück, um. Ah, die haben noch nicht mal eine Mauer oder dergleichen. Das ist hart. Hier holen wir uns das. Oh, du hast sogar schon eine Rebellion am Hals. Hier holen wir uns das mit den Schiffen, genauso wie hier oben. Das wird schon werden. Ich glaube, das hier ist eine der letzten Sachen, die auf Land laufen. Ah, du hast auch direkt eine Beförderung bekommen. Hier gibt es halt nirgendwo Brücke oder dergleichen. Ziehe ich dich erstmal bis hierher. So, dass wir auf alle Fälle die Beförderung noch mitnehmen. Plus 1 Reichweite. So gut. Sehr schön. Energieversorgung. Ja, in Lissabon, das ist uns durchaus bewusst. Da arbeiten wir dran. Mussten wir das nicht alle 2 Sekunden sagen. Oh. Der kommt jetzt auch schon fast ein bisschen spät. Oh. Er hat... Die Armee eigentlich schon komplett. Der hier noch nicht. Der hat die Armee komplett. Vielleicht ziehen wir den dann gleich hier rüber, dass wir die letzten 2 Städte hier noch einnehmen können. Dann kriegen wir hier keine Armee weiter raus, aber das passt schon. Kann ich immer alles am Optimum laufen lassen. Dafür hätte ich es besser planen müssen. Wie kann ich denn... So kann ich den Fallschirmsprung hinsetzen, aber noch nicht hier rüber. Wenn ich dich hier hinstelle, dass ich vielleicht Fallschirmsprung bis hier rüber kriege, dann können wir hier schon mal drauf schießen, arbeiten. So. Er zieht hier weiter. Hier haben wir schon was unter. Gut. Ich glaube ich. Stellen. Dann zum zweimal drauf schießen. Zweimal ist halt schon sehr gut. Oder wir holen uns gleich nochmal die Beförderung. Plus 10 Kampfstärke gegen Marineeinheiten. Nehme ich. So. Euch können wir in Dreierradius hinstellen. Machen viel mehr Schaden gegenüber der Stadtverteidigung. Sehr gut. Auch ein Stück weit. Dann sind wir noch im Dreierradius.
Ihr heilt euch noch. Den ziehen wir mal zurück zum Heilen. Und am besten hier oben lang. Ich glaube nicht, dass wir die Beförderung hier schon haben. Hätten wir 7. Das wäre schon hart. Und hier können wir uns einfach gegenheilen. Das passt schon. So, du wolltest Richtung Lautaro. Genau so, aber du kommst hier gar nicht so wirklich weit, wie ich das gerne gesehen hätte. Aber hier noch Eisenbahn, haben wir schon mal die ersten beiden Städte als Netz angekommen. Wir haben den nächsten Panzer. Den können wir doch sehr gut gebrauchen, um hier die beiden Städte gleich mal wieder zu erobern. Die stören dann nur. Ach, oh, die stören dann nur. Ja, hier gleich mal noch eine Einheit ein Stück näher. Die werden gleich wieder wegfallen. So. Was ich mit dir mache, keine Ahnung. Hier kommt halt keiner mehr von den Netzen. Ich glaube, die haben wir mittlerweile eingeschüchtert. Thematisches Museum. So, noch nichts. Apropos, wenn wir hier einmal viel Geld haben. Aber noch nicht in den großen Werke. Das ist echt furchtbar. Und wir jetzt hier direkt mal den Archäologen. Archäologisches Museum. Haben wir schon mehr davon gebaut? Ich glaube nicht. 6 Ergebnisse gefunden. Aber eines, achso, ich sehe das kaum zu weit rausgesucht. 1, 2, 3, 4. Unsers. Und noch eins werden wir lesen. Also das ist der einzige Archäologe, den wir jetzt bisher haben. So, du hast noch keinen Hafen, dementsprechend keinen Strom. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter mit dem Markt. Nehmen wir sogar noch meinen Handelsweg. So. Du könntest hier weiter Sachen hin. Zum Beispiel allen voran das Industriegebiet. Das brauchen wir. Alle Fälle. Dann ruhig schon mal die Kosten fixiert werden. Nehmen wir die Uni mit für den einen Wohnraum oder sagen wir die Produktionspunkte in einen Wohnraum. Den Produktionspunkt gewinnen. Ah. So. Noch irgendwas? Ich glaube nicht. Du möchtest wieder was von uns. Hast du keinen Spiel? Du bist eine normale Ebene, aber hast noch einen weiteren Produktionspunkt? Vielleicht, weil hier mal irgendwann ein Sturm drüber gezogen ist. Interessant. Wir haben ja weniger Wohnraum. Wie wäre es denn dann, wenn wir hier hinten ein Wohnviertel hinstellen? Finde ich gar nicht so verkehrt. Dann kann ich hier ruhig noch eine Mine hin. Ein paar Runden verschwendet, aber was soll's. Das habe ich so nicht kommen sehen. Kriegen wir dich bis ran? Nein. Sollst du dich erstmal heilen? Ich hoffe nicht, dass wir das mit den Einheiten hier einnehmen müssen. Wird schon werden. Sie sehen mich. Aus irgendeinem Grund sehen die mein U-Boot. Keine Ahnung. Vielleicht hört jemand laut Musik in dem U-Boot, sodass es über Sonar hinbekommen. Hier können wir mal den Marker rausnehmen. So, dann. Wir haben einen Panzer gebaut. Du hast noch keinen Strom. Wir könnten das Handelszentrum bauen. Machen wir. 3 Gesandte. Wir könnten hier in Antananarivo noch einen reinstellen. Dann sind wir da wieder so zu reden. Dann stecken wir den nach Kaganua, dass wir auch da nochmal einen Punkt bekommen. Apropos einen Punkt bekommen. Hier haben wir noch das dritte Ding nicht. Wird dich nochmal jemand reinschicken, sondern Namak. Plus 3 Glauben von jedem Kultgebäude oder jeder Botschaftskanzlei. Oder hier 3 Produktionen jeder Militärakademie oder Botschaftskanzlei beim Bau von Einheiten. Das habe ich jetzt übersehen, das hätte ich machen sollen. Na gut. So. Hier ist ein Ding im Weg. Nehmen wir das mit oder fangen wir hier erstmal so viel im Weg? Das ist nicht schön. Gehen wir erstmal hier hin. Ah, ist echt. Ich brauche ganz viele archäologische Museen. Die stehen echt überall im Weg. Ach, jetzt behält das volle Loyalität. Das ist nicht schön. Muss ich aber erstmal durch, glaube ich. Das kriegen wir schon noch hin. Spätestens im Krieg machen wir es platt.
Dann stellen wir dich hier aber auch, glaube ich, schon mal so hin, dass du dann gleich die Städte kannst. So, nachdem wir hier einen Weg nach oben haben, würde ich den gerne weiter hier nach oben setzen. Richtung Rubin, dass mich von hier unten, wo wir viele Einheiten produzieren, die gibt es schon ein Lager, dass wir die ganz schnell irgendwo Richtung Krieg kriegen. Oder potenziellen Krieg. Oh, noch ein Panzer. Ich glaube nicht, dass wir die rechtzeitig noch bis hoch bekommen, von daher, ich würde die gleich mal hier in die Grenze ranschicken. Was denn hier noch Barbaren auf? Oh, anscheinend nicht so. Du bist endlich geheilt, sehr gut. Hier schön weiter draufballern. War doch Beförderungen bekommen, sehr gut. Auch ein echt ganz dringend, der kommt nicht schnell genug ran. Normale Einheit. Na gut. Und hier hat man scheinbar schon mal rausgelöst. Die Beförderung. A2, wenn jetzt wie die fliegen. Haben hier aber auch einen guten Standpunkt. Schon hart für die. So, mit dir wollten wir dann gleich Wach sein. Hier oben kriegt hier seine letzte Einheit. Kriegen wir dich nun? Hm. Jungs, können wir ja dann schießen, aber... Hätte gerne schon mal mit denen hingeschossen, aber ist eigentlich vollkommen egal, wir kriegen es so oder so. Aber dich behalten wir natürlich. Da habe ich auch schon mal nachgeschaut. Das ist nicht ganz Kopenhagen, was ich eigentlich... Also ja klar, Kopenhagen liegt da nicht. Aber was ich eigentlich nennen wollte, nur Kopenhagen liegt ganz woanders, das müsste dann eher hier so sein. Hier ist denn dann eher mit... Hab so eben einen schönen Namen. Aarhus oder sowas in der Richtung. Wie auch immer das ausgesprochen. Dann lerne ich zumindest auch noch ein bisschen Geografie. Aarhus, nicht Haus. Wie viel kann denn hier untergehen? Bestimmt alles. Aus dem zweiten Feld haben wir ja noch einen Moment Zeit, würde ich sagen. Wir hätten so oder so erstmal, glaube ich, hier repariert. Kommen wir weiter, apropos. Wir hätten richtig einstellen. Wette, das habe ich hier auch vergessen. Yep. Aus dem einfachen Grund, dass das Spiel abgestürzt war zwischendurch. Abgestürzt ist. Ja, genau noch. So, hier die Hochwassersperre und dann kaufen wir hier noch die Felder. Dann gehen die nicht unter. Haben wir die gesichert. So. Wir haben hier eine Werkstatt. Wir haben noch keine... Kein Strom. Aber ich bin schon mal auf alle Fälle den Hafen mischen. Und dann könnten auch hier den hydroelektrischen Staudamm hinbauen, aber ich glaube, es ist einfacher, 16 Runden ja den Hafen hinzusetzen, da kriegen wir genügend Strom für die Fabrik. Dann geht er mir zwischendurch auch nicht auf den Senkel, dass er keinen Strom hat. Du hast doch Strom. Können wir bei dir doch schon mal ordentlich weiter ausbauen. Als erstes hätte ich, glaube ich, gerne den Wasserpark ein bisschen zu fixieren. Und dann... Die Fabrik hier mal dran. Manchmal gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, wo du es schon fixiert hast und einfach nur noch weiterbauen musst. Aber das kriegen wir hin. Die feuern weiter auf uns. Was bedeutet noch mehr Erfahrungspunkte? Das passt schon.
Wird es noch 10 Runden bis zur Rebellion brauchen. Ich weiß nicht, ob ich den schnell genug hier rüber bekomme. Aber ich gebe mir große Mühe. Kriegsschiff hat die Beförderung. Dann würde ich sagen, erst drauf schießen. Dann ziehen wir uns hier kurz raus. Holen uns die Beförderung. Derzeit kann er nicht auf uns schießen. Dann kriegt sogar noch mal eine Reichweite. Jetzt kann er uns nicht mehr mit einem Dreier-Radius kriegen. Ist schon hart. Du hast eine Beförderung. Schieß mal hier einmal drauf. Mit dir heilen wir. Und mit dem können wir uns auch die Beförderung. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch eine gibt. Ich glaube nicht. Gegen Bezirksverteidigung. So. Wir haben immer noch nicht das Atomzeitalter erreicht, aber ich glaube, hier können wir mal noch was mitnehmen. Doppelter Nachbarschaftsbonus durch Handelszentren und Häfen ist super gut eigentlich. Und dann gibt es hier auch irgendwann noch mehr Gold. Und hier gäbe es wohl 100% große Persönlichkeitspunkte, ist auch sehr nett. Nehmen wir den Connoisseur noch mit. Wo steht er denn überhaupt? Neuzuweisung. Du stehst Addis Abeba. Dann weitet sich die Stadt schneller aus. Das finde ich nicht verkehrt. So, Kunstwassern. Weiter. Lass dich heilen. Du kannst dann nächste Runde dich hoffentlich hier rüberbringen. Dem kann man dann hier in Aarhus rein. Und die so weit ranziehen, dass wir hier auch hier wassern können. Dasselbe hier. Ziehe ich noch ein Stück weiter, so dass wir dann hier irgendwann wassern können, dass wir genau in der Mitte stehen, dass wir das auch so treffen. Weil ich glaube nicht mal, dass es notwendig sein wird. Geht schon jemand. Dann mit dir noch weiter rauf. Ah, und dann sehen wir es sogar. Weil ihr eine Sichtweite mehr habt durch die Beförderung. Ja, sehr gut. So, ihr wartet ab. Endlich die Mine. Hat ja lange genug gedauert. Hier gibt es tatsächlich nichts mehr. Ach, hier ist sogar schon unsere Legion angekommen. Sehr schön. Ab durch die Dürre. Damit die Nationale auch wissen, was sie an ihrer Religion haben. So, du hier rauf. Und wartest darauf, dass wir irgendwann mal bei den Babyloniern vorbeischlagen. So, jetzt sollte die Dürre aber gleich aufhören. Drei Runden, in drei Runden bist du dann da. Das passt schon. Ist das echt der schnellere Weg? Okay. Du hast einen Spion ausgebildet, sehr gut. Wir haben den letzten Spion, glaube ich, nach Amerika geschickt. Und... warte mal, zu Peter, haben wir da schon einen? Nee, zu... doch, nach Vilnius ist schon einer auf dem Weg. Das haben wir auch schon gemacht, ich erinnere mich. Dann... wer wäre denn noch potenziell recht weit... die Australier. Ich glaube, Hammurabi und dergleichen, da brauchen wir gar nichts hinschicken. Da schicken wir lieber irgendwo einen Doppelt hin. Schauen wir mal, was bei den Australiern noch so geht. Einmal grau bitte, liebes Spiel, da haben wir's. Hier gibt's ein Netzzentrum. Schicke ich dich da hin. Tja, ein Apostel. Tut mir leid, dass du so wenig zu tun hast. Kriegsministerium, jetzt teilen sich unsere Einheiten, wenn wir hier Unsinn anstellen. Sehr gut. Du hast noch unendlich viel Energie. Mit dir klärt auch, weil wir minus 2 Annehmlichkeiten haben, das Einkaufszentrum übergeben. Es gibt nochmal 2 Annehmlichkeiten. Auf geht's. Das ist doch, glaube ich, das Erste, was wir dann haben. Den Wasserpark abgeschlossen. Sehr schön. Wann kriegst du denn das nächste Feld? 13 Runden. Oh, nochmal. Du hast doch Strom. Ja, dann kriegen wir auch hier ein Industriegebiet ganz locker flockig hin. Eigentlich ein Industriegebiet, eine Fabrik. So.
Du kannst jetzt deinen nächsten Bezirk platzieren. Da hätte ich gerne wieder was mit Produktion. Zum Beispiel. Ja, warte mal, das gehört Tunesien. Hier gehört hier dann, glaube ich. Ja, bitte. Also. Sahara. Also. Sahara. Richtig zählt. Ja gut, dann würde ich mir das vielleicht aufheben. Dann bauen wir. Wir haben hier noch keinen Strom. Wohnraum haben wir noch genug. Apropos Wohnraum und dergleichen. Schaut's denn aus mit der Anziehung? Ah, hier hinten hätte ich. Wohnviertel angedacht, das braucht noch einen Moment. Und es hat auch gar nicht so viel Anziehung, wie ich vermutet hätte. Eins. Eins ist jetzt nicht unendlich viel. Weiteren Bezirk bauen. Die Frage wäre noch welcher. Wird zum Forschungszentrum tendieren. Und da noch mal einen Wohnraum mehr. Die Forschung können wir jetzt noch gebrauchen. Oder was ich mir auch noch überlegt habe, ist vielleicht einen Eiffelturm zu setzen. Direkt hier daneben. Der baut dann zwar Ewigkeiten dran, keine Frage, aber mehr Anziehungskraft heißt mehr Wohnraum durch Wohnenviertel. Bin ja nicht verkehrt. Baut da schon jemand dran? Eiffelturm. Ich glaube, F hatte ich mir richtig erinnert, glücklicherweise. Auch niemand war. Ja, komm dann. Auf geht's, was sollen wir sonst auf dem Wüstengeländefeld machen? Gehst hier gleich weiter. Schließ die Krabben an. Nach oben scrollen, liebes Spiel. In Runden. Bis dahin müssen wir doch locker angekommen sein mit der Panzerabwehrmannschaft. Jetzt wecke den hier mal ab. So dass der dann vielleicht hier, wenn er hier irgendwo angelandet ist, direkt wieder ziehen kann. Vielleicht auf Pause stellen, nicht auf. Jetzt mitbekommen. Sehr gut, wir würden noch einen nach Anak schicken, war gesagt. Kardaf eigentlich auch. Erst mal den nach Kardaf. Warnausbruch. Bei unseren Verbündeten. Das ist, ah, nee, wir haben schon Frieden geschlossen mit Australien. Das ist nicht mehr allzu tragisch. Wir reparieren das schon. Ja, noch ein paar Kriegsschiffe. Nee, nee. Euch stellen wir jetzt hier hin. Dann fällt Visoy auch gleich. Jetzt über vier Geländefelder schießen, das ist schon hart. Ihr werdet doch. Ich habe keine Nahkampfeinheiten, wenn ich es richtig gesehen habe. Außer der Azteke. Und der Azteke führt hoffentlich nicht mit den Geiern Krieg. Nope. Nur Vietnam. Auf Vietnam müssen wir aufpassen, auf die Amerikaner nicht, dass sie uns hier Städte mopsen. Bis dahin holen wir uns noch ein paar Erfahrungspunkte. Und dann kommen wir nicht weiter. Schaffen wir es jetzt mit dir hier rüber zu springen? Ja, perfekt. Schritt für Schritt. Schön noch vorgestellt. So. Schon mal Wasser. Perfekt. Möchte ich eine Bernsteinindustrie wieder hinstellen? Was macht denn Bernstein nochmal genau? Bernstein gibt's nicht. Ich bin. Übersehst du bestimmt einfach nur. Ember heißt das. Da ganz oben.
Glauben würde es mir geben. So viel Glauben produzierst du hier, glaube ich, gar nicht. Weil ich nicht dran glaube, ist das eher ein schlechter Ort. Dann gibt es hier einfach nur die Mine. Apostel erwartet. Und du sorgst für mehr Eisenbahn. So, hier kann endlich was an. Der ist schon fast angekommen, um Religion weiter zu verbreiten. In Ina Pire Mapu. Das ist noch ein guter Effekt. Durch die ganzen Handelswege, die wir hin und her geschickt haben, Gott unsere Legion darüber gebracht. Sehr schön. Wir haben den Leuchtturm abgeschlossen. Plus 4 Produktionspunkte für eine Schiffswerft. Das klingt gut. Wenn wir bei dir gleich mal noch was Sinnvolles kaufen, wie zum Beispiel Kanalisation, brauchen wir eigentlich nicht. Wollen wir gleich die Schiffswerft kaufen? Ein bisschen zu heftig ist, dann 3400 Gold. Wir müssen auch noch jede Menge Einheiten dann verbessern. So, gibt es bei dir noch irgendwas, was untergehen kann, was wir jetzt gleich kaufen müssten als Feld? Bist du unter? Dann ist es in Ordnung. Nehmen wir gleich nur das Monument mit für mehr Kultur. Machen wir. Ja, auch alles schnell. Wenn ich unabhängig werde, kann ich euch auch hier direkt weiterschicken, ohne dass ich da großartig drauf achten muss. Ich würde gerne hier roden, aber Magnus sollte erstmal hier bleiben. Dann würde ich, glaube ich, den rüberschicken zu den Steinen oder hier erstmal den Wald hinstellen. Finde ich den Wald ganz gut. Ein wenig Aufforstung betreiben, damit der Klimawandel nicht allzu schlimm wird in 55 Runden. Aber es wird gar nicht mehr so schlimm. Wir haben einen großen Verschmutzer rausgenommen. Wie geil, ja? Und auch wenn Australien weiter feuchtfröhlich CO2 in die Luft bläst, noch geht es. Oh, ein Artefakt. Was gibt's denn für ein Artefakt? Chaka, wer hätte es gedacht? Und wir können die großen Merkel. Das heißt, wir werden noch nie einen Themenbonus bekommen, weil hier irgendwie ein Bug drin ist bei den großen Werken. Was auch immer bei denen nicht richtig läuft. Ich glaube, das ist das Zusammenspiel von einem Mod und dem Grundspiel, dass sie irgendwas am Grundspiel geändert haben nochmal. Und jetzt funktionieren teilweise Mods nicht mehr. Ich vermute es. Oder sie haben es halt selber zerschossen, aber dann hätte es ja schon ein Update gelöst werden müssen. Ich dachte nicht, dass sie noch irgendwas dran machen. Das glaube ich also eigentlich nicht. Störung durch Brände. Magnus ist da. Und wir haben auch nicht mehr allzu lange brauchen. Ihr macht das schön. Dunk. Holst dir noch ein paar Erfahrungspunkte. Hier sind wir fast durch. Hast du die Erfahrungspunkte noch mit? Ich würde, glaube ich, schon mal direkt Richtung Babylon schicken. Noch schnell mal rüber. Eine Beförderung bekommen, schade. Wird das nur für die erste? Ihre nächste Beförderung, es gehört nicht nur für die erste. Würde ich das zumindest nochmal ausprobieren, weil ich glaube, wir sind nicht mit allen Schiffen hier. So, ich hatte mal gesagt, wir kommen immer noch nicht nach Aramak. Die haben hier einen Hafen, aber wir kommen hier nicht durch. Okay, ich kann das auf der einen Seite verstehen, aber irgendwie ist es ziemlich lästig. Na gut, dann kommen wir immerhin nach Cardiff. Hier nochmal ein Feldmeer. Dann sollten wir vielleicht diese Fischressource kaufen, bevor die sich schnappen. Und auch alles, was hier unter. Ups, alles, was hier untergehen kann. Gerne. Kannst du untergehen? Nee. Das hier können wir uns noch einen Moment Zeit lassen. Das ist noch ein Stück größer geworden. Hier, das Feld könnten sie sich auch noch nehmen, aber höchstwahrscheinlich werden die sich erstmal hier auf die Ressourcen stürzen. Nichtsdestotrotz, sicher ist sicher, das gehört alles mir. Haben wir nicht auf doofe gedacht, so ein Feld hätte gereicht. Mit
Händen und Füßen Geld aus. Das sollte ich mal wieder ein wenig geregelte Bahnen bringen. Du solltest doch eigentlich dich heilen. Fenster kann ich hier hinstellen. Ja, das Ganze machen. Oh, die Steinlos raus und gleich noch mitnehmen. Wartest wie immer. Einen Schuss kriegen wir schon. Kriegen sogar die Beförderung, sehr schön. Hier noch die Eisenbahn mit. Ein kleines Dreieck. Gibt's diesmal? Erstmal noch gar nichts. Na gut. Aber du musst doch neben der Torwunder. Dich schicken wir hinterneben. Du denn eine extra Ladung bekommst. So, die nächste Stadt gehört dem einzig wahren Glauben, dem Wochenende an. Barbarische Schriftrolle nehmen wir auch mit. Dann gibt es wenig Mais, Weizen und so weiter. Ich glaube, das cleverste wäre dann vielleicht erstmal den Kornspeicher zu setzen. Zwei Runden dauert so oder so nur alles. Ich kann mir noch einen Produktionspunkt mehr nehmen. Außenreparatur verteilt. Abgeschlossen. Verteidigt. Stimmt nicht ganz. 11 Runden dauert natürlich eine Weile. Da habe ich mehr erwartet. Aber der Klimawandel dauert auch noch 47 Runden. Also wir kriegen das schon hin. So dass wir dann hier beides. Das sind ja auch nicht die Pferde, die sofort untergehen würden. Das muss also nicht schnell geschehen, das passt schon. Ach, schau mal einer an, wen haben wir denn da gefunden? Den barbarischen Bogenschützen. Jetzt ausgerechnet, jetzt kriegen wir die Stadtmauern. Doof gelaufen. Und auf alle Fälle, wir haben den barbarischen Bogenschützen gefunden. Wie auch immer das aufgeht. Interessant. Brennt. Willkommener Regen, das müsste doch bei uns sein. Endlich. Let's ops, krieg ich eine Beförderung. Schaffen wir. Was haben wir direkt hier? Und schnelle Bewegung durch Wald und Regenwald finde ich ganz gut. Rückbewegung nach Angriff ist auch ziemlich cool. Ich, ganz ehrlich, wir werden mit dem nicht mehr erkunden. Und daher. Ich glaube, hier Richtung Kampfstärke zu gehen, ist schon sehr, sehr gut. Kampfstärke in allen Situationen ist schon sehr hart. Probier's. Neuen Handelsweg können wir erstellen. Da das ja nach Amak absolut gar nicht geht, weil die ihren Hafen so richtig schlecht gesetzt haben, wollen wir wieder hier drüben noch unsere Religion verbreiten mit einem Händler. Und natürlich Handelsposten überall aufstellen. Für viel, 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 viel mehr Gold. Ich würde sagen, dann baue ich hier auch noch einen Panzer, dann reicht es aber auch erstmal. Ich glaube, das wird schon passen. So. Haben. Die Leute in Senegal stehen drauf. Das letzte Stückchen, dann haben wir hier unsere drei kompletten, schließen dann als nächstes Nubien an. Einbruch, perfekt. Noch mehr ran. Dann hier mit allen, was wir haben, auf die Leute feuern. Noch nicht, schade. Ach. Ernsthaft? Und da ist sein Ding gleich eingenommen. Das ging einfacher als erwartet. Habe ich da vielleicht schon einen Namen direkt parat? Göteborg zum Beispiel. Göteborg, das wäre sogar ziemlich genau die Position. Das finde ich gut. Warte mal. Borg oder Borg? Borg. Okay. Andere Länder, andere Sitten.
Göteborg. Dann haben wir sogar Skandinavien schon. So halb. Hier ist noch ein bisschen Finnland offen bei den Russen. Apropos bei den Russen, würde ich hier, glaube ich, gleich mal Wälder kaufen, sodass die nicht kriegen. Das tut ihnen sicherlich auch ganz gut, wenn die hier mal ein bisschen mehr Nahrung bekommen. Nehmen wir gleich noch den Bogenschützen raus. Dann können bei dir Felder untergehen. Nope. Ja, hier sind Zweier drauf. Das juckt uns nicht. Wobei aus dem Fluss dann eher... Obwohl, dann ist es hier immer noch ein Fluss. Das passt schon. Hier nur im Zweierabstand. Hier, oh, hier wird es untergehen. Das heißt, wir sollten hier, wenn möglich, schon mal Wassersperre direkt bauen, nachdem wir die Außenreparatur gemacht haben. Hoffen, dass du dann mal schneller irgendwie hier auf Punkte kommst. Ah, so nicht. Ich glaube, die Drohne braucht man denn hier fast nicht mehr. Wir müssen nur noch hier schnell Einheit rüberkriegen. Man weiß schon einer Abstand, oder? Maximal ein gegen eine Fettentfernung. Ja, genau. So. Du brauchst noch ein paar Erfahrungspunkte. Die hat mal gesagt, zieh mal in Richtung Babylon. Du brauchst noch ein paar Punkte. Ja, schön, der kriegt sogar noch eine Beförderung. Ich wusste, dass ich nicht alle übernommen hatte. Kampfstärke bei Verteidigung gegen Marineeinheiten. Der kriegt leider nichts. Den anderen mal. Dann gehen auch schon mal in Richtung Heimat. Und zukünftige Heimat. So. Und dann mit dir. Mal hier auf irgendeinem Band. Dann schicken wir die gemeinsam durch die Gegend. Muss dann, glaube ich, mal in Ruhe meine ganzen Einheiten wieder in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Das würde ich, glaube ich, auch ohne euch machen, dass ich schon mal die Einheiten halbwegs sortiere, was braucht man wo, noch als Verteidigung, und dann ziehen wir hier die anderen Einheiten hin, um hier die blauen rauszunehmen. So. Amel Mapu möchte gerne im Wochenende frönen. Die kennen das noch nicht. Den beschaffen wir direkt mit. Wo ist die Hochwassermauer gebaut? Sehr, sehr gut. Ah, du kriegst das so oder so in einer Runde. Dann warte ich noch die eine Runde ab. Darf ich nur nicht vergessen, dass wir in Brüssel hier hoffentlich gleich das Feld mitnehmen, was untergehen kann. Und dann... Wasser und dann. Wassermühle. Wassermühle ist einfach immer eine gute Sache, um zu starten. Was die Uni baut. Wenn die Pferde jetzt hier nicht weggehen, dann würde ich hier, glaube ich, auch noch die Felder mir nehmen, dass der die nicht kriegen kann. Dann können wir schon mal... Ist noch kein Strom, da kann man also nicht viel machen. Ja... Ist er noch schon auf? Brauchen die nicht mal in der Golden Gate Bridge? Doch, doch. Die brauchen nur länger. Andererseits, wir schaffen nicht viele Runden wegen dem Krieg. Das passt schon. Es dauert alles ein Stück länger. Darauf würde ich hinaus. Den Hügel möchte ich dir, glaube ich, eigentlich nicht wegnehmen. Um da Christo Redentor draufzustellen. Muss nicht sein. Ganzen Rest brauchen wir hier auch nicht unbedingt. Munzens Gottstation wäre natürlich cool, aber wir haben hier nirgendwo Schnee. Man muss wirklich auf Schnee. Schnee oder Schneehügel, ja. Würden wir das hier in Island hinbekommen? Ja. Ist hier eine Stadt? Wo kommt denn unser Siedler? Oh, nur noch 8 Runden. Ich darf nicht vergessen, ihn hier rüber zu ziehen. Wann ist denn der Handwerker endlich? Der braucht zu lang. Ziehen wir den erstmal hier rüber. Und schick mal Magnus gleich hier rüber nach Granada, dass ich das nicht vergesse. Granada. Gibt's nicht. Ach, da, Granada. Wie schaut's hier aus mit der Loyalität? -10. Das kriegen wir schon überbrückt. Dann
Holen wir uns hier Island. Fuck, passt schon. Aber das heißt, weiß ich noch nicht, wie ich hier weiter vorgehen wollte. Wir wollten hier noch eine Produktion einstellen in Arabien natürlich. Wir können noch die Kanalisation bauen. Schon mal vorsichtshalber, bis es dann mal irgendwann gewachsen ist. Wir könnten eine Drohne noch bauen. Eine Drohne würde mir gefallen. Auf geht's. Drohne brauchen wir auch auf alle Fälle. Du hast einen Seehafen gebaut, sehr gut. Brauchen wir noch Einheiten? Ich glaube fast nicht. Aber wir könnten ruhig noch ein paar der Einzelschiffe hier aufwerten zu Armeen. Das heißt, du könntest von mir, wobei, das machen wir lieber an einem produktionsstärkeren Ort. Ägypten hat noch ganz viel selber aufzubauen, glaube ich. Ist auch schon Strom. Wir kriegen hier dann noch das Zentrum hin. Jetzt. Und dann würde ich sagen, direkt die Fabrik. Hier eine starke Stadt draus machen. Und hier habe ich, also hier haben wir den Bonus oder so nicht. Wann ist denn der Ion fertig, der uns eigentlich die Kernspaltung stehen wollte? In 12 Runden, das dauert ja nur ewig. Ja, Kriegszeiten. In Kriegszeiten muss man halt viele Einheiten ziehen. Am Anfang finde ich die Geschwindigkeit cool. Ich wüsste, kennt eine variable Zeit ganz cool. Dass man die vielleicht noch anpassen könnte, dass es am Anfang Marathon ist, dann über episch geht und dann Richtung Standard geht von den Zeiten her. Ich glaube aber, das ist nicht sinnig machbar. Aber das wäre halt ziemlich cool im Sinne von, dass es hier im Moment einfach nur relativ lange dauert. Aber auch wegen den ganzen Zeiten und dergleichen, wobei wir da sehr gut gewirtschaftet haben. Das geht schon. Aber am Anfang geht es halt zu schnell, um wirklich größere Distanzen zurückzulegen. Oder auch zwischendrin. Du kriegst eine Spezialeinheit und bist angekommen bei deinem Kriegspartner. Und dann ist es schon wieder veraltet. Das ist halt, das ist nicht schön. Und mit denen hier gleich noch kaufen? Oder kaufen wir den Ahors? Mit den R-Ahors kaufen. Dieses Feld. Damit die ein bisschen mehr Produktion durch die Pferde abbekommen. Die Artillerie möchte gerne befördert werden. Kampfstärke gegen Bezirksverteidigung, dann ziehen wir euch schon mal zurück. Euch wieder mit Fallschirmsprung, es geht deutlich schneller. Schöner Soundeffekt. Du hast keinen Strom. Ja, aber das kommt doch in den Runden. Du musst dich doch nicht beschweren. Du musst einfach nur ein bisschen geduldiger sein, lieber Gott. So. Dann den nächsten, glaube ich, nach Ikun Mapu. Haben wir es auch schon. Und die nächsten Krabben. Es ist jetzt nur noch Krabbencocktails bei den Senegalesen. Weg abgeschlossen. Vielleicht könnten wir hier gleich dann noch Kriegsschiffe bauen. Ich würde sagen, das machen wir. Hier aber auch eigentlich bauen können. Zum Beispiel haben wir noch nie irgendwie Zerstörer gehabt und dergleichen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Flugzeugträger braucht man, glaube ich, noch nicht, ehe man nicht ein paar nennenswerte Flugzeuge haben. Ganz ehrlich, ich glaube, ich lasse das mit den Zerstörern. Das ist nicht so dringend notwendig. Wichtiger ist, glaube ich, wirklich, dass wir die Produktion hier auf Vordermann bekommen. So, einmal hier drauf gehen, bitte. Bin ich wirklich gut durch, aber ich komme bis zur Hauptstadt potenziell. Wenn ich denn noch Ladungen habe. Eine habe ich noch, ja. Und dann ist Mamel Mapu auch der einzige wahren Religion beigetreten. Fortgeschrittene Ballistik. War denn nochmal der Bonus für die fortgeschrittene Ballistik? Ölkraftwerk. Ja, warum nicht? Probieren's. Auf geht's. So, in Richtung Heimat. In Richtung Heimat. Davon muss erst bleiben. Warum kriege ich immer erst die Versorgungseinheit? Das ist so furchtbar. So. Und was gibt's diesmal? Chaka oder Barbarenland? Wir können nichts hin und her schieben. Nicht schön. So, ganze Abwehrmannschaft.
Kommen immer noch nicht schnell genug hier ran. Oh Mann. Schön. Aber das gibt uns noch die Möglichkeit, hier die Erfahrung zu machen. Er müsste dann gleich die Beförderung bekommen. Sehr schön. So. Ja, dann würde ich sagen, hast du auch mein Upgrade. Lass mich irgendwie essen. Hier holen wir uns hier den Bogenschützen. Das wird schon schief gehen. Ja, auch Richtung Heim. Und da können wir noch ab. Sehr gut. Bleibst natürlich. So, du hast die Wassermühle abgeschlossen. Das heißt, hier geht es auch ordentlich voran. Holen wir dir noch ein bisschen Nahrung. Bonspeicher und auch gleich noch ein bisschen Wohnraum mit. Und ich glaube, nächste Runde nehmen wir dann Melon ein. Ihr seht schon, es geht jetzt immer schneller und schneller. Denn nur die zwei Städte und wir haben es. Dann kann ich, glaube ich, mal wieder eine Folge machen, die ich euch zurechtschneide, wo ich nur das Wichtige mit reinnehme und dann den Krieg vorbereite gegenüber Blau. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Diese Städte wegmachen. Dann haben wir auch den Gegner, den wir ganz am Anfang uns auserkoren hatten, endlich besiegt. Was lange währt, wird endlich gut. Dann sind wir echt die. Wir sind schon eine Supermacht vorher gewesen, aber dann sind wir, glaube ich, die Supermacht schlechthin. Welche Richtung siehst du? Südwesten. Müsste eigentlich aufs Meer sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird uns hier unnötig kaputt machen. Warte mal, du hast noch nicht das zweite Mal schießen. Dann erstmal hier auf Melon. Den direkt rausnehmen. Hat vernichten Tor an der Stelle. Über. Warten wir. Du holst dir die Beförderung. Aber erst nachdem wir den hier mal. Plus 1 Reichweite. Ich freue mich so dermaßen darüber. Wir werden, glaube ich, mittlerweile unaufhaltbar sein. Andererseits, es gibt auch noch welche, die sind in der Forschung recht gut beieinander. Das heißt nicht, dass wir alle wirklich einnehmen. Allen voran Montezuma und Lautaro, das wird noch mal eine harte Nuss. Die Australier auch, weil sie da super viele Städte auf so einem kleinen Fleckchen haben und ständig von irgendwo abballern kann. Und Vietnam wird auch nicht schlecht, aber ich glaube, der ganze Rest, der wird jetzt nach und nach fliegen. Dass der immer noch drin ist, das ist unglaublich. Ja. Auch die Russen können uns dann nichts mehr entgegenwerfen. Wo ist denn Babylon? Ist er hier mit dabei? Ja, das Babylon ist erst in der Moderne. Ich glaube, da können wir uns erstmal ordentlich gütlich tun an deren Städten. So. Auf in die Heimat, Leute. Auch du. Ja. Versorgungskonvoi bleibt erstmal da. Der noch ein bisschen die Fortbewegung pusht. Hier rüber Bauernhof hinzusetzen. Mit dir können wir uns ja auch mit den Fallschirmsprüngen hin und her bewegen. So doof wie das klingt. Es geht schneller. So. Jetzt werden wir gleich nochmal hier drauf. Wassern. Schnell rüber. Hast du mich gerade eben abgeschossen? Ich glaube schon. Das muss man direkt mal unterbinden. Nächste Runde haben wir auch direkt Nubien angeschlossen. Freue mich. 21 Runden noch und du arbeitest hier an den Handwerkern immer noch. Ja. Gönnen wir dir die Zeit. Muss natürlich jetzt hier nicht hetzen. Den würde ich, glaube ich, schon mal hier unten hinziehen, dass wir hier gleich viel reparieren können, was da gleich verschwinden wird. Ich habe zu oft dieselben Wörter hintereinander. So.
Ach, ich kann da gar nicht drauf. Was? Das ist aber kein Vulkan. Offensichtlich doch. Das habe ich ein wenig anders eingeschätzt, muss ich dann doch sagen. Interessant. Aber das passiert. Kleinere Bugs sind endlich. Brauchen wir 16 Runden für die Hochwassermauern. Das kann ja was werden. Dauert mir ein Stück zu lang. So. Ja. Geht weiter. Tokio hat die Hochwassermauern endlich abgeschlossen. Da sind wir hier auch gut aufgestellt. Und hier gab es, glaube ich, noch Felder. Apropos, genauso wie in Hiroshima. Und hier. Hiroshima hat mal gesagt, das ist nur eine Stufe 2. Da hat man gesagt, das können wir noch ein Stück später machen. Vielleicht gleich mal. Das hier auf alle Fälle. Ja. Würde ich das gleich machen, nicht, dass ich es vergesse. Ja. Gehst du unter? Nope. Weil wir haben im Moment das Geld. So. Was macht man denn bei dir? Du brauchst einen voran in ein paar Runden Wohnraum. Würde ich dir glatt die Kanalisation mitgeben. Weiter geht's. Ich glaube, ich würde dann auch das Kulturerbe mitnehmen, weil wir nie das thematische Gebäude kriegen werden, wenn wir nicht die großen Werke hin und her schieben können. Frieden. Jetzt kommst du an mit Frieden. Ja, mal, waren das nur die 25 Runden, dass er es vorher noch nicht machen konnte? Habe ich ihn jetzt echt so fertig gemacht? Dass das schon 25 Runden waren, das wäre hart. Das wäre echt sehr bitter für ihn. Welcher bist du denn? Welcher Vulkan? Ah. In Japan. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird der uralte Traum vom Frieden Realität, als sich der Doppeldecker des Sudellands in die Lüfte erhebt. Sehr gut. So, du gehst erstmal hier runter. Würde das vielleicht von der See aus einnehmen? Hier gönne ich die Beförderung. Mit dem doppelten Angriff, dann verschwenden wir auch keinen Angriff. Und mit dir kann ich gar nichts machen. Na gut. So. Alles hier weg. Auf in Richtung Heimat mit euch. Was für ein kleiner Schiff. Echt ein bisschen gut gemacht. Aber wir mussten uns auch gut aufstellen. Wer ist denn der Stärkste nach uns? Montezuma. Da sehe ich im Moment keine große Gefahr. Lautaro schon eher. Weil beide recht nah unseren Flächen dran sind. Wird schon werden. So. Dann hier rüber. Hier rauf. Das ist leider nicht mehr die Ladung noch einzusetzen. Eine Mine, damit du schneller hier produzierst. Und dann so, wo hier die ganzen Feldkanonen und auch solche Sachen. Ich werde noch eine ganze Weile brauchen, ehe ich dann hier die Leute ins blaue Gebiet oder Richtung blaues Gebiet schiebe. Wie gut, dass ich euch das alles zurechtschneiden kann. Und aus irgendeinem Grund kennen wir jetzt hier das Gebiet. Ich weiß nicht genau, wo ich da lang bin, aber wir kennen das jetzt. Möchte ich dann hier wirklich eine Stadt gründen? Ich glaube schon. Wenn ich schon weiß kann. Mir hat hier noch Quecksilber mit dran. Wir sind neben dem Wunder. Ich glaube, das ist nicht die schlechteste Stadt. Brauchen sie jetzt aber auch nicht zwangsweise. Bin ich so sicher. Doppeldecker schieben wir mal hier. Kennst du, hier gibt es noch keinen Hafen. Aber. Vielleicht hätte ich den Plan schieben sollen. Schieben wir schon mal hier hoch und dann sollten wir hier auch mal irgendwo Flugzeugträger ausbauen, glaube ich. Das wäre nicht so verkehrt. So, der Sturm. Er zieht tatsächlich Richtung Meer. Ich habe aufgepasst, das gebe ich zu. Das habe ich nicht erwartet. Cool, danke, liebes Spiel. Die dritte Stadt angeschlossen, oder zumindest die Außenbezirke.
Nubien. Wie hätte man gesagt, wollten wir aufforsten. Mit dir würde ich mich, glaube ich. So was? Mal was Besseres hinstellen. Ich glaube, ich stelle mich hier hin. Das Stück hätte ich auch gehen können. Damit wir uns hier dann gleich irgendwo hinstellen, sodass wir Mari direkt befeuern können. Ah, oh, dann. Doppeldecker abgeschlossen, sehr gut. Ich würde sagen, jetzt nach dem Krieg würde ich erstmal viel mehr auf zivile Produktionen nochmal gehen, dass wir hier die Städte mal ein bisschen voranbringen. Ich glaube, das ist mal wieder nötig, dass wir nicht jede zweite Produktion hier irgendwelche Einheiten rausballern. Ich glaube nämlich, wobei 97 Verteidigung. Es wird nicht so einfach. Vielleicht ist es im Moment noch ganz gut, dass wir noch ein paar Flugzeuge rausballern. Hier sind es nur noch 81 als höchste Verteidigung. Das ist schon eher machbar. 97 ist halt schon noch meine Hausnummer. Von daher vielleicht doch noch ein paar Flugzeuge. So, was machen wir mit dir? Schrein noch bauen? Wo den Schrein? Na klar. Wind noch mit. Hat den Weg ausgehend. Und hoffentlich vielleicht sogar schon nächste Runde. Und dann reicht es auch für diese Folge. Das hat ja wieder dann recht lang gedauert. Und dann werde ich euch eine Runde, glaube ich, nicht zeigen. Auch nicht, dass ich die zusammenschneide. Dann werde ich diese eine Runde dafür nutzen, mich mir über die ganzen Einheiten klar zu werden, die hier noch rumstehen. Dass wir die alle sinnvoll einsetzen. Oder wenn wir sie nicht sinnvoll einsetzen können, dann zumindest auflösen. Und da kommt noch meine Dürre. Das ist nicht so schön. Viele diskutieren über den genauen Beginn des Informationszeitalters, aber jeder weiß, dass die Entdeckung der Telekommunikation durch das Zululand der Anfang war. Das größte Problem in der Kommunikation ist die Illusion, sie hätte stattgefunden. Yep. Atom-U-Boote haben wir damit. Lass hier schon mal anforschen. Technik. Ja, dann werde ich auch die ganzen Einheiten verbessern und allen drum und dran. Macht sich, glaube ich, nicht verkehrt. Wir können mit dir angreifen, aber diesmal vorher noch mal drauf, damit das eine sichere Sache ist. Attacke. Haben wir hoffentlich jetzt die letzte Stadt. Ja. Welche Macht? Vielleicht habe ich euch unterschätzt. Nun werde ich euch in meiner Niederlage den gebührenden Respekt zollen. Und alles hat angefangen mit Wolin, was du noch zwischendurch zerstört hast. Anstatt dass ich es bekomme, hast du es einfach zerstört. Das war schon sehr mies, der von mir kommen kann. Da ganz oben habe ich mir auch schon einen Namen rausgesucht. Und zwar Vic. Oben gibt es die Stadt Vic. Wie John Vic. Hat bestimmt gar nichts miteinander zu tun, aber es fiel mir dazu ein. So, die Stadt behalten. Die hätte sogar Portugal gekriegt. Interessant. Das habe ich so auch nicht. Wartest. Ich stelle mich hier rein zum schnelleren Rennen. Obwohl, wir haben ja hier die Beförderung. Immer auch so hin. Dann setze ich die ganzen Marker. Mach noch mit euch die letzte Runde hier fertig. Dann setze ich eine Runde für euch aus. Und dann geht es beim nächsten Mal gewohnt weiter mit dem Schneiden. Dass wir so langsam in Richtung draußen und hier einsehen. Richtung Moderne kommen. Ich glaube, da 35 Runden Minimum. Ich glaube, davor starten wir noch einen Krieg. Schauen wir mal. So, bei dir, du hast das Industriegebiet gesetzt, sehr gut. Du bräuchtest mal Wohnraum, sehe ich gerade. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Geben dir nochmal zwischendurch die Kanalisation. Dann zieht einfach nur weiter.
wir hier irgendwann mal weiterziehen, um weiterzukommen, ist vielleicht auch ein bisschen doppelt gemoppert. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich zumindest. So, hier rüber. Dich brauchen wir nicht unbedingt hier. Er zieht fleißig weiter. Noch rüber. Und dann haben wir 7 Ladungen sogar. Sehr gut. Kann ich ja ordentlich verbreiten. Auch die eine Ladung, da brauche ich nicht weiterziehen. So. Hier kann man ausharren. Hier setzen wir hier das Sägewerk hin. Jetzt ordentlich vorwärts. Schaffen wir es Richtung Tschad? Ja, wir schaffen sogar schon direkt bis zur Sahara. Nicht schlecht. So, schließen wir auch den Hauptbahnhof in Nubien an. Und der Sturm hat uns tatsächlich nicht richtig getroffen. Völlig umsonst hierher gezogen. Nun gut. Dann ziehen wir noch ein paar neue Felder, aber den Resten können wir noch gar nicht gut bewirtschaften. Wir könnten aber hier oben ruhig mal nach Arabien ziehen, das Salz anzuschließen. Hier eine Einheit stehen zu haben, die uns gegen Russland schützt, ist gar nicht so verkehrt. So, dann den Seehafen. Und hinten hier auch noch direkt mit. Bei dir als allererstes mal würde ich sagen, reparieren. Das sollte immer die erste sein. Ja, Wachstum alles ein. 10 Runden. Aber hier sollte auch nichts untergehen können, nehme ich an. Ist also schon ist sehr hügelig. Schottland. Ja, dann mache ich mir jetzt die Mühe. Ich schaue hier wirklich jeden, ich drehe jeden Stein um, ich schaue mir jede Einheit an, jede Stadt, wo wir noch was machen können. Schreibe mir alles raus und das machen wir dann beim nächsten Mal. Und bereiten den Krieg gegen Blau vor. Dann gibt es jetzt einen Krieg nach dem anderen. So wie es ausschaut. Und schaut euch das an. Wir haben den kompletten Streifen der Welt. Sie können hier nirgends, doch hier können sie noch drüber. Ansonsten, wir haben, glaube ich, jetzt überall alles so durchgezogen, dass sie nicht mehr vorbeikommen, außer hier unten und hier oben im Prinzip noch, wenn sie anlanden können und dann wieder hier langziehen. Aber auch das wird schnell geschlossen werden, diese Lücke hier. Dann hat Russland auch keinen Seezugang mehr. Dann haben wir den alles madig gemacht. Hier im Schwarzen Meer, in der Ostsee. Kommen hier nicht mehr raus, nicht mit Schiffen. Dann gibt es nur noch diesen kleinen Weg hier unten, um im Prinzip eine komplette Erdumrundung zu schaffen, per Schiff oder per gewasserte Einheit. Läuft, wir sind riesig. Gut, bis zum nächsten Mal.